Bezahlbarer Wohnungsbau, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ein wahrlich kontroverses Thema, über das wir hier heute mit Ihnen sprechen möchten. Es findet derzeit überall statt, in der Politik, in den Medien, in der Gesellschaft als Ganzes. Und dementsprechend wollen wir uns diesem Thema heute mal genauer annehmen. Was ist eigentlich die große Lösung für bezahlbaren Wohnungsbau? Das werden wir hier vor Ort live besprechen, aber insbesondere auch mit Ihnen vor den Bildschirmen. Und ich kann Ihnen versprechen, wir haben einiges für Sie vorbereitet. Ja, wir sind die Xella Deutschland GmbH und zu meiner Linken hat sie gerade schon begrüßt Maximilian Nötzel, mein lieber Kollege und Geschäftsführer von Ytong Bausatzhaus. Ja, zu meiner Rechten finden wir Tim Richter. Tim ist verantwortlich für die Veranstaltung bei der Xella Deutschland GmbH und einer der Väter sozusagen des Studio X. Tim hat heute aber auch eine ganz besondere Rolle beim Studio X, denn er wird hier vor Ort Ihr Sprachrohr im Studio sein. Ja? Und Tim, ich würde vorschlagen, du begibst dich schon mal in die Community-Schnittstelle und ich sage den Zuschauern an der Stelle nochmal herzlich willkommen. Ja, bis gleich. Ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir befinden uns hier im Bauwerk in Köln und die erste Session des Studio X findet statt. Was haben wir für Sie vorbereitet? Wir haben hier Experten aus der Bauwirtschaft vor Ort. Wir werden hier diskutieren, Insights anbringen und Best Practices mit Ihnen teilen. Zum anderen werden wir auch tatsächlich einmal auf die Straße gehen und schauen, was haben denn die Menschen für eine Meinung zum Leben heutzutage, zu Wohnraum. Und finde ich auch noch ein ganz besonderes Highlight, wir schauen auch noch mal in die Zukunft. Wir werden ins Forschungslabor von Xella schalten und über Innovationen reden, die entwickelt werden, um bezahlbaren Wohnraum in Zukunft schaffen zu können. Als erstes Stichwort steht nun aber auf meiner Karte hier Expertenwissen. Und heute haben wir wirklich einen herausragenden Experten auch hier vor Ort. Und zwar den Architekten Lars Krückeberg. Architekt, muss man sagen, ist an der Stelle ein bisschen zu kurz gefasst. Lars Krückeberg ist einer der Mitgründer von Graft Studios, einem weltweit agierenden und bekannten Architekturbüro. Architektur, Stadtplanung, Design, Musik und Streben nach Glück. Das alles steht auf den Büros in Berlin, Los Angeles und Peking. Wie er das alles zusammenbringt und in seinem Job verarbeitet und natürlich auch, wie er Vereinbarkeit von anspruchsvoller Architektur und Bezahlbarkeit zusammenbringt, das werden wir mit ihm heute besprechen. Aber nicht nur wir hier vor Ort werden mit ihm darüber sprechen, auch Sie haben an den Bildschirmen die Möglichkeit, Ihre Fragen zu platzieren. Und wie das funktioniert, das erklärt Ihnen nun einmal Tim. Ja, sehr gerne. Danke, Max. Ich stehe hier in der Community-Ecke, wo Sie die Hauptrolle spielen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, denn Ihre Meinungen und Ihre Fragen kommen genau hier bei mir an und wir können auch Umfrageergebnisse hier anzeigen lassen und da sind wir schon sehr gespannt, was Ihre Meinung zu unseren einzelnen Themen sein wird. Und um Ihnen das Ganze einmal zu erklären, schauen Sie mal auf Ihrem Screen auf der rechten Seite befinden sich sämtliche Optionen. Das ist zum einen die Möglichkeit, eine Frage zu schreiben, die hier bei uns ankommt. Dann haben wir noch eine Chat-Funktion und wir haben die Abstimmungsfunktion. In unterschiedlichen Phasen unserer Sendung werden wir diese Funktionen jeweils dann einblenden. Am Ende des Tages muss also eigentlich nur noch die Technik mitspielen und Sie natürlich auch. Und von daher möchten wir das ganz gerne einfach mal testen. Und zwar mit einer kleinen Umfrage. Und zwar zum viel thematisierten Thema Mietendeckel. Dieser ist ja vor kurzem erst vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden und ich möchte an dieser Stelle folgende Frage an Sie weitergeben. Glauben Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass staatliche Instrumente bzw. Gesetze wie der Mietendeckel wirklich zu mehr bezahlbarem Wohnraum führen? Bitte stimmen Sie jetzt einmal ab und wir schauen uns mal an, was dabei rauskommt. Wie ich sehen kann, Sie beteiligen sich sehr rege, das ist ganz toll. Wir haben im Moment ein Verhältnis von, ja, ich sag mal grob 70-30. Und da verändert sich immer noch ein bisschen was. Ich gebe Ihnen noch mal ein paar Sekunden.
Es pendelt sich relativ genau in dem Bereich ein, wie es zu Anfang auch schon aussah. Das heißt, um die 30% stimmen hier für Ja, dass Instrumente und Gesetze wie der Mietendeckel tatsächlich zu mehr bezahlbarem Wohnraum führen können. Und die relativ große Mehrheit von um die 70% stimmt konkret dagegen. Ich denke, darüber wird noch zu reden sein. Das werden wir auch im Laufe der Sendung ganz bestimmt noch machen. Zunächst aber ein anderes Thema. Max hat es gerade schon angesprochen. Wir wollen natürlich auch hören und sehen, was die Bürgerinnen und Bürger auf der Straße zu sagen haben zu unseren Themen. Von daher sind Max und ich vor circa 5 Wochen einmal auf die Straße gegangen, und zwar in Düsseldorf in einem Neubaugebiet, und haben dort sehr viele Leute angetroffen, die spazieren gingen, was in der Corona-Pandemie ja auch eigentlich mehr oder weniger die einzige Aktivität ist, die wirklich möglich ist. Und wir wollten ein Stimmungsbild haben. Wir sind neugierig gewesen und haben einmal nachgefragt und wollten auch herausfinden, sind die Leute vielleicht überrascht, wenn man sie mal nicht auf die Corona-Pandemie anspricht. Das kam dabei raus. Schauen Sie mal. Wir befinden uns heute hier im schönen Düsseldorf, ganz in der Nähe der Innenstadt, und wollen jetzt mal ganz genau nachfragen, was ist denn die Lösung für bezahlbaren Wohnungsbau? Ist die Darstellung einer Lebensart für mich? Rückzugsort. Mein Lebensmittelpunkt. Erstmal eine große Wohnung. Gute Nachbarschaft. Eine sichere Umgebung und vor allen Dingen auch Garten. Der notwendige Platz oder Raum wird natürlich immer geringer. Insofern sollten die Wohnräume ökonomisch genutzt werden. Dass man darauf achtet, dass wenn gebaut wird, dass auch genügend Grünflächen vorhanden sind. Ja, ich denke schon, dass das sozial angepasst werden muss. Bauland zur Verfügung stellen und entsprechend bauen, bauen, bauen. Damit die kein großes Einkommen haben, auch eine Wohnung finden. Die Immobilienpreise wie auch andere Assetklassen, wir sind hier am Preis explodiert in den letzten knapp 10 Jahren. Gerade in Vierteln, in denen halt die hochpreisigen Wohnungen sind, dass man gerade da auch Wohnungen hat, die bezuschusst werden. Wirtschaftlichkeit muss garantiert sein. Das nutzt mir nichts, schöne Wohnungen zu haben, die ich mir nicht leisten kann. Man zieht in die Vororte, irgendwann ziehen alle in die Vororte, dann werden die Vororte wieder teurer, dann muss man quasi schon in die Vorvororte ziehen, um überhaupt noch irgendwas zu bekommen. Also das sollte schon flächenmäßig ausgeglichen sein. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben gesehen, einige Menschen in der Straßenumfrage sind maskiert, und in der heutigen Zeit muss man einmal darauf hinweisen, auch wir gucken hier im Studio und sehr viele maskierte Gesichter. Wir haben uns natürlich an alle Corona-Schutzmaßnahmen gehalten, sind alle negativ getestet und ja, können gesund hier heute dieses Format für Sie bereitstellen. Aber schauen wir einmal zurück zur Straßenumfrage. Wir sehen, jedes Alter und jede Person hat tatsächlich eine Meinung und ein Empfinden zu Wohnraum und auch zur Bezahlbarkeit des Ganzen. Ehrlicherweise möchten wir aber auch etwas Fakten dazu bringen. Wir brauchen einfach ein bisschen mehr Fleisch am Knochen. Und dafür haben wir einiges für Sie vorbereitet. Ja? Fakt Nummer 1, ganz klar, Angebot und Nachfrage ist, glaube ich, hinlänglich bekannt, bestimmen irgendwo den Preis. Was wir seit Mitte der Nullerjahre beobachten können in Deutschland, ist eine regelrechte Landflucht. Sprich, die Menschen ziehen aus den ländlichen Regionen in die Ballungszentren, in die Großstädte. Ganze Landstriche verweisen. Zugleich ist es natürlich so, dass in den Großstädten, in den Ballungsgebieten eine enorme Nachfrage nach Wohnraum entsteht, die teilweise durch Neubau natürlich gedeckt wird, aber auch sehr stark aus dem Bestand gedeckt werden muss. Und hier tut sich irgendwann der Punkt auf, dass durchaus nicht mehr genug Bestand vorhanden ist. Und damit kommen wir auch direkt zu Faktum Nummer 2. Was ist die Folge daraus? Das Wohnungsangebot wird knapp, Mieten verteuern sich. In den letzten 5 Jahren in Deutschland im Durchschnitt um 7,1%. Ich persönlich habe dort einen deutlich höheren Wert erwartet, und wenn man nochmal genauer reinschaut, sieht man, dass die 7,1% im Durchschnitt vor allem in den Ballungszentren deutlich übertroffen werden.
Wir haben hier zweistellige Wachstumsraten durchgängig und vor allem Miethöhen von 15 Euro den Quadratmeter und mehr. Für die meisten Menschen ist das in der Tat nicht mehr bezahlbar. Also, was tun in der Situation? Und da kommen wir auch zu Fakt Nummer 3. Wenn die Mieten sehr hoch sind, wir gleichzeitig auch niedrigen Zins haben, liegt der Entschluss nahe, Eigentum zu schaffen. Statt der Miete investiere ich lieber in mein Eigenheim oder in meine Eigentumswohnung. Auch hier, und das wird Sie jetzt an der Stelle nicht überraschen, sehen wir einen enormen Preisanstieg. In den letzten 15 Jahren ist der Preis für selbstgenutztes Wohneigentum in Deutschland um 19,5% gestiegen. Für das Eigenheim, dieser Traum mit der Familie, ein eigenes Haus zu besitzen, mit einem Garten vielleicht, sogar um 43,5%. Das heißt, hier stellt sich tatsächlich die Frage, ist genug Angebot für diese Nachfrage verfügbar? Eine mögliche Lösung könnte hier sein, bauen, bauen, bauen. Das ist auch das Mantra, was oft von der Politik an der Stelle wiederholt wird und was wir als Bauindustrie natürlich auch gerne für uns in Anspruch nehmen. Möchte ich bauen, und das ist Fakt Nummer 4, brauche ich zuallererst einmal Bauland. Ja, das muss zur Verfügung gestellt werden, vor allem auch da, wo die Menschen leben möchten. Bauland ist in den letzten 5 Jahren pro Quadratmeter im Quadratmeterpreis um 46% angestiegen. Ja, auch hier sehen wir eine radikale Preissteigerung, die natürlich irgendwo auch wieder weitergegeben werden muss. Und letztendlich, und das ist Fakt Nummer 5, und damit sind wir hier auch am Ende angekommen, die Erstellungskosten. Ich habe jetzt mein Grundstück, das ich teuer erworben habe. Jetzt kümmere ich mich darum, wie der Bau stattfinden kann. Ich habe auf der einen Seite das Material, ja, das in den letzten 5 Jahren um 9,5% gestiegen ist im Preis. Und zusätzlich kommen noch die Arbeitskosten als wesentlich größerer Faktor obendrauf, 17,5% Preissteigerung auch hier. Rundum sieht man natürlich auf Basis der hohen Nachfrage, auf Basis auch der Auslastung der Bauindustrie aktuell, dass wir weder im Bestand die richtige Lösung anbieten können für bezahlbaren Wohnungsbau, noch im Neubau. Und hier müssen wir neue Lösungen finden und darüber möchten wir gerne hier vor Ort sprechen. Und Herausforderungen löst man bekanntermaßen am besten im Team. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch wenn wir uns hier in Köln befinden und jetzt zu einer Talkrunde kommen, Karl Lauterbach wird heute hier nicht sein. Dafür haben wir die richtigen Expertinnen und Experten vor Ort. Und denen können Sie gleich auch Ihre Frage stellen. Ich begrüße einmal Simone Wunsch. Hallo Simone. Simone Wunsch ist Verkaufsleiterin Ost bei der Xella Deutschland GmbH. Dann zu meiner Linken einmal, so viel Zeit muss sein, Professor Dr. Michael Eisfeld, Architekt, Geschäftsführer von Eisfeld Ingenieure. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und Andreas Radiszewski, jetzt muss ich einmal auf meiner Karte lesen, Digital Building Solutions und Transformation Manager BIM bei der Xella Gruppe. Da musst du uns gleich noch ein bisschen aufklären, was das bedeutet, Andreas. Herzlich willkommen. Hallo Max. Ich starte mal direkt bei dir, Simone. Ja? Und die große Lösung für bezahlbaren Wohnungsbau. Kann diese Lösung großformatig sein, also zum Beispiel durch Systemwandelemente? Kannst du uns mal was zu dem Produkt erzählen? Die einzige Lösung, großformatiges Bauen, so wirtschaftlich wie nur möglich, in gewissen Rasterungen, sodass ich auch wenig Schnitte habe, auch da wieder kostengünstig zu bauen. Aber es fängt ja in der Planung an. Systemwandelemente, was sind das? Geschosshohe Elemente in gewissen Rasterungen, die wir derzeit bis zu 60 cm Länge herstellen, in unterschiedlichen Dicken, Rohdichten und Lambda-Werten. Jetzt hast du gerade gesagt, gewisse Rasterungen, geschosshoch. Wie können denn Systemwandelemente explizit zu bezahlbarem Wohnbau beitragen? Was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, dass ich damit natürlich sehr schnell bin. Und wir wissen, dass wir in den letzten Jahren eine Handwerkerknappheit
haben oder seit einigen Jahren eine Handwerkerknappheit haben. Die Maurer auf der Baustelle werden immer älter, das heißt, das Durchschnittsalter wird immer höher. Neue junge Maurer findet man sehr selten, sodass ich mich auch als Bauunternehmer anders aufstellen muss. Das heißt, ich muss schauen, wie kriege ich in der gewissen Zeit mein Rohbau fertig, und wir stellen uns dort in Richtung großformatig auf. Das heißt auch rückenschonendes Bauen. Das heißt, ich arbeite mit Techniken und nicht mehr mit einer Handmontage. Mhm. Okay, super. Du hast uns ja auch noch einen Film zu den Systemwandelementen mitgebracht, nachdem wir jetzt ja schon einiges darüber gehört haben. Lass uns den doch mal gemeinsam anschauen und du erzählst uns, was wir und die Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Geräten da sehen. Okay. Ja, herzlich willkommen in unserem Ytong-Werk in Lausig, das Werk, das die großformatigen Elemente herstellt. Hier sehen wir mal das Grundmaterial, Quarzsand, Kalk, Zement, Wasser und ein ganz kleines bisschen Aluminiumpaste werden in diesem flüssigen Zustand in die Form gegeben. Man sieht hier gerade Trennwandelemente werden produziert, gehen jetzt in eine Wärmekammer, quillen dort, der Teig quillt auf, so will ich es mal plastisch sagen. Nach dem Schneiden geht es in den Autoklaven, wird Dampf gehärtet. Und nach dem Autoklaven geht es dann in die weitere Verarbeitung. Es wird palettiert zum einen, zum anderen. Ihr seht jetzt hier unsere neue Anlage seit letztem Jahr. Hier werden dann Passelemente von den Systemwandelementen zugeschnitten. Das heißt, entsprechend einer Wandabwicklung pro Haus, was ich habe, habe ich sicherlich ein, zwei Elemente, die noch zugeschnitten werden in der Länge, in der Höhe. Hier sehen wir einen Giebelschnitt. Für ein Dachgeschoss, und damit kann ich natürlich wirtschaftliches Bauen ganz schnell gewährleisten. Mhm. Ja. Super. Jetzt haben wir gesehen, es ist ja ein gewisser Grad von Vorfertigung, der genau da auch stattfindet. Das heißt, es muss natürlich vorher auch geplant werden. Mhm. Es wird zugeschnitten, direkt auf das Bauprojekt angepasst. Jetzt aus deiner Erfahrung, und ich weiß, dass du schon langjährig diese Produkte ja auch verkaufst, dieses serielle, vorgefertigte Bauen. Steht das im Widerspruch zu individuellem Bauen? Wie Nein. ist da die Akzeptanz? Das steht überhaupt nicht entgegen dem individuellen Hausbau. Man muss sicherlich Rasterungen einhalten. Und wenn ich sage, wir rastern im 2,5-Zentimeter-Bereich, glaube ich, kann ich nicht von einem losgelösten individuellen Haus sprechen, sondern 2,5 Zentimeter mal ein Fenster zu verändern oder eine Tür zu verändern in die eine oder andere Richtung, kann, glaube ich, nicht das Thema sein. Mhm. Super. An der Stelle erstmal vielen Dank, und das ist auch der richtige Aufschlag, um einmal zu Michael Eisfeld rüber zu gehen. Michael, ich würde mit dir gerne einmal einen Blick in die Praxis machen. Dein Projekt Vario Wohn, das du in Kassel umgesetzt hast. Großformate und digitale Planung sind dort im wesentlichen Maße mit eingeflossen. Wir haben auch hier einen kleinen Film vorbereitet. Vielleicht kannst du uns einmal kurz erzählen, was genau dort stattgefunden hat und was die wichtigen Fakten zu diesem Projekt sind. Ja, also das Wichtige ist im Prinzip, dass wir innerstädtisch es geschafft haben, mit hohen Systemwandelementen in Kombination mit digitaler Technik serienstrangfertig Produkte auf die Baustelle zu bringen, um auch gute Architektur zu schaffen. Das ist hier dargestellt. Man sieht es ja am Computer. Die komplette Planung bis hin zur Fertigung wird digital angesteuert, was dann dazu führt, dass wir auch eine komplette Wertschöpfungskette abfahren können. Also nicht nur von der Planungsseite her, sondern dann auch im Werk. Und hier sieht man es auch ganz schön mit der HoloLens, das kommt, glaube ich, gleich auf der Baustelle. Ja. Mhm. Neue Technologien spielen ja eine Riesenrolle, also auch die Frage der Qualitätssicherung wird natürlich sehr stark unterstützt durch Serienfertigung, weil ich mehr montiere und weniger am Ende zusammenfüge auf der Baustelle. Na, hier nochmal so ein paar Impressionen von dem Gebäude, und da kann sich, glaube ich, jeder ein Bild machen, ob das jetzt nach Bausatzhaus aussieht im positiven Sinne oder ob es sich auch anfügt. Man sieht es ja auch hinten mit dem roten Sudhaus, was eine alte Industriebrache auch ist, wo das Gebäude entstanden ist. Wie schwierig ist es denn für dich, so anspruchsvolle Architektur
Wohnqualität und Bezahlbarkeit dann auch zusammenzubringen? Ich möchte es mal so formulieren, wenn man die Beteiligten frühzeitig abholt, das heißt, also das muss ich nochmal korrigieren, ich bin der Bauherr und Tragwerksplaner und BIM-Experte, Architekt war also ein Architekturbüro, dann schafft man das sehr gut. Aber, und das ist der Punkt, man muss natürlich auch frühzeitig zusammenkommen, um einfach die Potenziale zu heben des Systembaus. Ja, und da sind wir dann alle gefordert und mit guten Beispielen müssen wir da vorangehen, um auch zu zeigen, systemvorgefertigter Bau ist kein Widerspruch zu hochwertigem qualitativer Architektur oder Städtebau. Also hier zum Beispiel auf dem Grundstück war es so, dass dort auch Vorgaben vom Gestaltungsbeirat waren, sodass wir auch nicht sagen konnten, wir bauen auf der grünen Wiese und es ist ein rechteckiger Kasten. Vario-Wohnen spricht ja schon so die Variabilität eigentlich des Gebäudes an, der Nutzung, die hinterher daraus entstehen soll. Das Ganze wurde für Studenten, Auszubildende und auch für eine mögliche Nutzung als Seniorenheim konzipiert. Wie wichtig ist es, diese unterschiedlichen Lebensphasen heute auch mit abzubilden? Und wie flexibel muss dann auch Architektur sein? Aus meiner Seite oder aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, denn spätestens wenn, jetzt hier war ich der Entwickler selbst, aber wenn jemand so ein Projekt dann kauft, ein großer Fonds, dann muss ja sichergestellt sein, dass er langfristig auch was erwirtschaften kann mit dieser Immobilie, ohne große Umbaumaßnahmen vorzunehmen. Und das kriegt man nur hin, indem man wirklich zielgruppenorientiert die verschiedenen Wohnraumkonfigurationen durchdenkt und durchspielt, inwieweit sie dann auch kompatibel sind, ohne große Umbaumaßnahmen für andere Zielgruppen. Also bei uns jetzt konkret nicht nur Studenten, sondern auch seniorengerecht für eine, sag ich mal, für zwei Pärchen, die alt sind oder für eine sozial schwache Familie. Aber wie wichtig ist es auch, wenn man jetzt kosteneffizient so ein Gebäude realisieren konnte, dass die Kosten auch oder dass diese Kosteneffizienz auch weitergegeben wird an den Nutzer hinten raus? Also bei dem konkreten Projekt war es auch ein Forschungsprojekt, wo es gerade darum ging, bezahlbar zu bauen. Und da sind dann die Mieten festgeschrieben. Also das heißt, es wird nicht verkauft, sondern man muss eine gewisse Mindestmiete erreichen. Man kann das allerdings nur realisieren, indem man wirklich frühzeitig alle Eventualitäten durchdenkt und durchplant und das Gebäude auch entsprechend vereinfacht. Sie haben es ja auch eben gerade gesagt, wenn ich am Ende jedes Fenster anders baue, dann werden wir sicher nicht die Qualitätsschübe und auch die Produktivitätsschübe heben können, um am Ende vielleicht dann auch günstige Mieten weiterzugeben. Wobei wir natürlich auch andere Faktoren haben, wie die hohen Grundstückspreise oder andere, wo wir uns natürlich auch nur mit dem Bauen nicht von abkoppeln können. Da ist das ja nur ein Aspekt leider. Wie sehr hilft Ihnen denn digitale Planung? Jetzt, wir haben die HoloLens gesehen, das ist natürlich auch schon relativ weit in die Zukunft geblickt, dass so etwas Standard werden kann auf einer Baustelle. Aber wie sehr hilft Ihnen das dabei, Kosten im Rahmen zu halten, Fehler zu vermeiden oder frühzeitig zu erkennen? Also die Thematik, man nennt das ja digitales Planen, da gibt es so ein Schlagwort BIM, für die, die es vielleicht nicht kennen, Building Information Modeling, ist eigentlich nichts anderes, dass man die Realität, die man später baut, im Computer vorweg plant. Und das hat natürlich einen riesen Vorteil, weil man auch durch Automatisierung im Computer sofort sieht, was für Einflüsse hat es dann am späteren Ende auf die Kosten oder vielleicht auch auf die Qualität. Mit der HoloLens-Brille, das ist gerade so ein Start, der so kommt. Die große Frage ist, wie kriegen wir es dahin, auch ungelerntes Personal, weil das ist ja ein wesentlicher Baustein, warum wir nicht schneller bauen können oder auch Serienfertigung auf der Baustelle einzusetzen, damit die mehr montieren und weniger Fachpersonal brauchen. Also ich habe Freunde, die haben auch Baufirmen und die sagen, sie können das gar nicht alles abbilden in dem traditionellen Bauen an Volumen, was jetzt an Anfragen ist. Und das führt dann im Endeffekt natürlich zu einer Preissteigerung. Das haben wir eben auch gesehen. Ein großer Teil ist auch der Lohnanstieg auf der Baustelle, die dann auch den Preis für den Endkunden oder den Vermieter ausmachen. Ja. Eine Frage habe ich noch. Großformate, digitale Planung, Just-in-Time-Lieferungen haben auch bestmöglich organisiert auf der Baustelle stattgefunden. Wenn du das mal so einigermaßen konkret machen kannst, was waren denn deine Einsparungen am Ende des Tages bei dem Projekt? Also die Einsparung, sagen wir es mal so, wir haben eine Kostenschätzung gemacht und sind dort auch noch drunter geblieben, 15-20%.
ist aber nur möglich zu realisieren, wenn man von Anfang an den Systemgedanke inhärent im Kopf hat und den auch von der Planung bis hin zur Ausführung oder mit den Produktherstellern umsetzt. Ja, super. Vielen Dank erstmal. Und Systemgedanke, digitale Planung. Andreas, da komme ich auch direkt zu dir. Michael hat es gerade schon angesprochen, BIM. Was ist das überhaupt? Kannst du das Ganze nochmal für uns und vor allem für die Zuschauerinnen und Zuschauer auch ein bisschen konkretisieren, was das bedeutet? Ja, im Grunde bauen wir im Computer einen digitalen Zwilling, also des tatsächlichen zu bauenden Gebäudes, mit allen Finessen, mit allen Details vielleicht nicht, aber doch mit allen wichtigen Detailpunkten vor, können dann, und das ist der wichtige Gedanke bei BIM, kollaborativ mit allen Partnern zusammenarbeiten, diverse Teilmodelle zusammenlegen, zum Beispiel technische Gebäudeausrüstung, also ein TGA-Modell mit einem Mauerwerksmodell, können dann automatisiert über einen Algorithmus einfach die Fehler auch rauslesen. Ne? Wenn man sich überlegt, wie man momentan so eine Schlitz- und Durchbruchsplanung plant, dann muss man jeden einzelnen Schlitz und Durchbruch sich angucken, Innenschnitt, in der Ansicht und so weiter, und dann kriegt man korrigierte rote Pläne wieder. Das geht relativ einfach mit einer BIM-Software, die das automatisch ausliest. Insofern ist das ein großer Vorteil zur Fehlervermeidung und zur Koordination vor allen Dingen. Okay. Und wenn wir das Ganze jetzt zusammen mit großformatigem Bauen betrachten, ist digitale Planung, / BIM, eine Voraussetzung dafür oder eher ein Beschleuniger oder so ein Potenzialerschließer? Eine Voraussetzung vielleicht nicht, weil wir natürlich sehr viele Kunden auch haben, die noch sehr analog unterwegs sind, die uns vielleicht einen DWG oder einen PDF-Plan schicken. Selbst dann wird es bei uns nochmal aufmodelliert, weil die Produktion ja auf BIM-Basis funktioniert. Das heißt, die Modelle werden dann zur Säge geschickt und dann konfektioniert. Ja. Allerdings, wenn man ein BIM-Modell hat, kann man diese ganze Phase deutlich beschleunigen. Das heißt, wir kriegen vom Architekten oder vom Planer ein Modell, machen so ein sogenanntes Downstripping. Das heißt, alleine auf unsere Materialien begrenzt, und diese Materialien werden dann tatsächlich vorkonfektioniert und in die Produktion geschickt. Mhm. Und der Vorteil ist da natürlich, dass die Abstimmung mit PDF-Plänen, mit Schnitten, mit Statiker gleichzeitig, dass die fast komplett entfallen kann. Okay. Freigabeprozesse werden schneller. Im Grunde ist da ein sehr hoher kollaborativer Gedanke, und wichtig ist auch hier, dass wir mit dem Kunden sehr, sehr früh am Start sind. Das heißt, auch da Planungsphase und Leistungsphase 2 ist schon gut, vielleicht im Entwurf, aber im Grunde, wenn wir in der Ausführungsplanung sind, ist es schon fast schon zu spät. Okay, also eine wesentliche Herausforderung ist tatsächlich auch zum richtigen Zeitpunkt alle möglichen Parteien mit an einen Tisch sozusagen zu bekommen und über die digitale Schnittstelle dann auch zusammenzufügen. Ganz genau. Das, glaube ich, ist beim Barissa Ferienpark passiert. Ein Projekt, das du intensiv begleitet hast, ja, wo wir auch ein paar Impressionen jetzt gleich zeigen. Wurde dort genau gebaut? Was war genau der Mehrwert auch von digitaler Planung an der Stelle? Also insgesamt sind es 500 Wohneinheiten. Das ist eine Ferienimmobilie am Dümmer See. Mhm. Und das ist so zweierlei gegliedert. Also einmal haben wir einen Mehrfamilienhausbereich, wir haben den Einfamilienhausbereich. Und da haben wir 250 Einheiten, wobei es sind 5 Typenhäuser entwickelt worden, die halt immer wieder gebaut worden sind. Und da ist der repetitive Gedanke. Mhm. Und natürlich geht man in diese 5 Häuser sehr, sehr individuell rein. Es wird vorkonfektioniert, aber es wird komplett natürlich von vorne bis hinten durchgedacht. Das heißt, es wird nichts mehr dem Zufall überlassen. Man nimmt die Modelle vom Kunden, schickt die in die Produktion. Insofern hat man da eine sehr, sehr hohe Planungssicherheit. Mhm. Und in dem Fall haben wir tatsächlich Dach, Decke, Wandelemente, Systemwandelemente, große Jumbos, also alles sehr großformatig und sehr durchkonfektioniert geliefert. Und soweit ich mich erinnere, konnten wir über die ganze Projektzeit fast 6 Monate Bauzeit einsparen. Okay. Wir sehen ja auch die Fotos dazu. Du hast ja gerade gesagt, 6 Monate Bauzeit einsparen, 500 Wohneinheiten. Wie lange hat denn das gesamte Projekt gedauert letztlich in der Abwicklung? Das dauert immer noch. Das ist immer so eine gute Frage. Bei Großprojekten müssen natürlich B-Pläne geändert werden oder muss erstmal ein B-Plan geschaffen werden. Ein Bauantrag muss eingereicht werden. Aber ich denke mal, dass wir mit einer Bauzeit von 3 Jahren dann durchkommen. Und da ist der ganze Vorlauf und Nachlauf halt nicht mit integriert. Super. Wenn wir noch weitere Impressionen davon sehen, und du hast es gerade auch angesprochen, 5 unterschiedliche Typenhäuser, repetitiver Gedanke. Jetzt Hand aufs Herz. Du bist ja von Haus aus Architekt.
Wie schwer fällt es dort, so ein bisschen vielleicht auch die Kreativität einschränken zu müssen? Und muss man das überhaupt an der Stelle? Also grundsätzlich muss man sagen, es gab am Anfang schon einen richtigen Architekturwettbewerb und dann ein Architekt hat sich halt rausgestellt. Und im Grunde wurde der Gedanke dieses Architekts halt weitergesponnen und dann auch umgesetzt. Mhm. Ja, und wie gesagt, wenn man dann kollaborativ arbeitet, dann guckt man sich mal an, tut das weh, wenn wir ein Fenster jetzt 2-3 Zentimeter rechts und links schieben? Nein, es hat nicht wehgetan und dadurch konnten wir auch sehr effizient arbeiten. Super, sehr beeindruckend. Jetzt an der Stelle ist aber vor allem die Meinung der Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause gefragt. Ich schaue einmal rüber, lieber Tim, was kommt denn aus der Community für Fragen? Ja, also auf unserer Seite ist tatsächlich so einiges los. Sie sind sehr interessiert an unseren Themen und stellen uns ganz viele Fragen. Vielen Dank dafür. Genauso ist das ganze Programm hier gedacht. Genauso haben wir uns das überlegt, dass Sie einfach interaktiv hier teilnehmen können. Und zwei Fragen möchte ich vorab mal ganz schnell selber beantworten. Die eine Frage lautet, wird Ihre Live-Show auch aufgezeichnet? Ganz klares Ja. Auf der Seite, wo Sie sich gerade befinden, ist unsere Sendung im Nachgang abrufbar. Da können Sie also jederzeit noch mal reinsehen und wir haben auch noch so ein bisschen mehr da vorbereitet. Was uns auch direkt zur zweiten Frage bringt, die uns erreicht hat, nämlich ist eine weitere Ausgabe Ihrer Live-Show in Planung? Auch hier ein klares Ja. Auf unserer Seite finden Sie da schon mal so ein, zwei Themen, die da angeteasert werden für Sie. Jetzt kommen wir zu fachlichen Fragen, die sich auch so ein Stück weit mit eurem Talk, lieber Max, befassen. Und zwar eine Frage lautet, lohnt sich digitale Planung eigentlich auch beim individuellen Bau, zum Beispiel beim Bau eines Einfamilienhauses? Okay. Ja, die Frage möchte ich gerne direkt mal an dich weitergeben, Andreas. Individueller Bau, Einfamilienhaus, ist es da notwendig, digital zu planen oder ist der Aufwand größer als der Nutzen? Im Grunde könnte man das mit einer guten Gegenfrage beantworten. Also möchte ich fehlerfrei und schnell bauen oder nicht? Mhm. Ja, und das ist so das Zusammenspiel. Also klar, ja. Da muss man, das Einzige, was man sich tatsächlich im Vorhinein beantworten muss, ist, brauche ich die Detailtiefe? Okay. Und wahrscheinlich eher nicht. Super. Haben wir eine weitere Frage, Tim? Genau, eine Frage würde ich ganz gerne noch mal in die Runde geben und zwar lautet die, wird Corona das Thema Wohnen und Bauen verändern? Finde ich auch mal ganz interessant. Ja, Simone, da würde ich erst einmal dich fragen, du ja täglich im Kontakt auch mit Bauunternehmern, Bauträgern bist, merkst du da schon, dass andere Anforderungen durchkommen? Sagen dir die Kunden etwas in die Richtung? Nein, eigentlich nicht. Wir hatten letztes Jahr natürlich, als Corona begonnen hat, als die Pandemie begonnen hat, hatten wir schon sehr große Befürchtungen, was passiert jetzt mit der Bauwirtschaft. Wir haben auch gemerkt, dass der ein oder andere Investor erstmal seine Investitionen zurückgestellt hat und gesagt hat, er wartet erstmal ab. Wir erwarten aber trotzdem dieses Jahr ein hervorragendes Jahr. Ja, es gibt durch Corona ein paar Unwägbarkeiten. Man merkt, Holz wird langsam knapp. Plastzulieferer, das heißt die Dämmstoffindustrie, KG-Rohre etc., das sind so Themen, die die Wirtschaft gerade umtreibt oder die Bauwirtschaft umtreibt, aber an sich sehen wir das alles noch sehr positiv. Super. Und ja, wir werden alle sehen, wie sich die Arbeitswelt und damit auch die Wohnwelten für uns verändern. An der Stelle erstmal danke an euch in die Runde. Ihr bleibt bitte sitzen. Wir sehen uns nachher nochmal wieder. Und lieber Tim, ich glaube, du hast noch eine Frage an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Genau, so sieht es aus. Was wir vorhin am Anfang der Sendung schon mal getestet haben, nämlich unsere Umfragefunktion, das Ganze wollen wir jetzt gerne nochmal wiederholen. Und zwar mit einer Frage, die auch wiederum Bezug nimmt auf die Themen aus der Talkrunde und im Übrigen auch auf die ein oder andere Frage, die bei uns auf der Seite eingegangen ist. Ich möchte die Frage mal wie folgt an Sie weitergeben. Haben Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schon Erfahrung mit BIM oder digitaler Planung gemacht? Und da wollen wir mal einige Antwortmöglichkeiten vorgeben. Die da lauten, ja, nutzen wir generell, ja, nutzen wir vereinzelt, nein, nutzen wir vielleicht sogar noch gar nicht und würden wir gerne nutzen und wünschen uns mehr Informationen dazu. Sie können selber live sehen, hier tut sich einiges an unserem Balkendiagramm. So wie es aussieht, wird die Mehrheit, ja, das ist ähnlich wie
bei Deutschland sucht den Superstar hier. Wir haben ein knappes Ergebnis. Nein, nutzen wir noch gar nicht, ist im Moment ganz vorne. Mich erinnert das auch so ein bisschen an das Pferderennen auf der Kirmes. 35%. Okay, ich glaube, wir können uns einigermaßen darauf committen, dass die meisten unserer Zuseher und Zuseherinnen sagen, nein, nutzen wir noch gar nicht. Dennoch ein knappes Rennen, kann man an der Stelle, glaube ich, auch sagen. Letzten Endes fassen wir mal Position 1 und 2 zusammen. Sehen wir natürlich, dass die Mehrzahl der Zuseherinnen und Zuseher scheinbar bereits diese Medien nutzt, beziehungsweise hier auf BIM und digitale Planung zurückgreift. Das spiegelt ja eigentlich auch so ein Stück weit wieder, was wir gerade in der Talkrunde gehört haben. Einen Hinweis habe ich noch für Sie. Am Ende unserer Sendung werden wir Sie einladen in unseren Dialograum, in den Dialograum des Studio X. Den können Sie über einen Link, den wir später einblenden werden, aufrufen. Und zwar mit dem Google Chrome Browser bitte. Das geht an Ihrem Desktop-PC, an dem Sie bestenfalls jetzt sowieso gerade sitzen. Und dort müssen Sie nur ein Foto von sich machen, können sich anmelden und ganz einfach losstarten. Sie müssen sich das so vorstellen, wir haben drei Räume für Sie aufgemacht, drei digitale Räume. In dem einen Raum geht es um das Thema digitales Bauen und Planen. Dort wird unser Gast Andreas Radiszewski zugegen sein. Hier sehen Sie auch in unserer Einblendung, wie Sie sich das Ganze online vorstellen müssen. Wir haben den Bereich großformatiges Bauen. Dort werden Sie unseren Produktmanager von Ytong, unseren Ademir Czatovic, vorfinden. Und dann gibt es noch den Bereich des Studio Talks, wo wir uns freuen, Ihr Feedback zu bekommen, Ihre Kritik, Ihre Anregung, aber auch natürlich gerne Ihr Lob an unsere Sendung heute. Ja, Max, wir haben einiges gehört in dem interessanten Talk eben. Ich würde sagen, es wird Zeit für ein kleines Resümee. So machen wir das. Und die Umfrage gerade war, glaube ich, nochmal ein ganz entscheidender Hinweis. Zuallererst einmal, digitale Planung und BIM kann definitiv ein Faktor sein, um Kosten zu reduzieren und damit auch gleichzeitig bezahlbaren Wohnbau eher zu ermöglichen. Viele arbeiten allerdings noch nicht damit oder sind noch nicht wirklich firm. Der Einsatz von Großformaten ermöglicht insbesondere Einsparungen bei den Arbeitskosten. Handwerker sind knapp und vor allem teuer und oftmals mittlerweile auch ungelernt. Da stehen wir vom riesigen Generationswechsel. Und insgesamt geht es, glaube ich, darum, alle Beteiligten bei einem Projekt mit an den Tisch zu bekommen, damit hinten raus auch Bezahlbarkeit ein wesentlicher Faktor ist und Fehler von vornherein vermieden werden. Ein Punkt vielleicht noch von meiner Seite als Ytong Bausatzhaus Geschäftsführer. Wir bauen im Jahr 750 Einfamilienhäuser in Deutschland. Ein Großteil davon mit Eigenleistung durch unsere Bauherrinnen und Bauherren. Auch hier sieht man ganz klar, dass wir die Fähigkeiten unserer Bauherrinnen und Bauherren nutzen können, um Arbeitskosten einzusparen und trotzdem zu einer hohen Qualität dann auch zu bauen. Nachdem wir jetzt natürlich schon über Lösungen gesprochen haben und Best Practices, die heute stattfinden, möchten wir einmal mit Ihnen gemeinsam den Blick in die Zukunft wagen. Und da haben wir einen ganz besonderen Gast, der sich von Berufswegen mit Forschung und Innovation beschäftigt. Und das ist Thorsten Schoch, Geschäftsführer der Xella Technologie- und Forschungsanstalt in Kloster Lenin, ist uns jetzt live zugeschaltet. Herr Schoch, ich hoffe, Sie können mich hören. Das kann ich. Ich hoffe, dass Sie mich auch hören können. Ist sehr, sehr gut. Na, super. Wunderbar. Es hört sich schon schrecklich an. Also eine Anstalt und dann auch noch im Kloster. Beides zusammen wäre ja fast eine Ansage dafür, Sie sind irgendwo eingesperrt, weit weg. Nein, das ist nicht so. Ich zunächst mal ein herzliches und willkommen an alle, die draußen an den Bildschirmen verharren und uns zuschauen. Und ein ganz großes Kompliment an dieses Studio X als Format. Sie machen es ja das erste Mal und diese Zuschaltung in dieser Form mache ich auch das erste Mal. Also top. Danke. Danke. Danke, Herr Schoch. Und ich würde sagen, wir gehen direkt ins Eingemachte. Großformatige Lösung, da haben wir gerade zum großen Teil drüber gesprochen.
Sind das auch Anforderungen, die an Sie in Ihrer Forschungstätigkeit herangetragen werden? Natürlich. Also ich glaube, dass das Bauen, wir haben es ja in dieser Umfrage auch gehört, wie die Antworten waren bei bezahlbaren Wohnen, ging vor allem darum, dass man das auf die Kosten bezogen hat. Also ich kann mir das leisten oder ich kann mir dieses Haus kaufen, diese Wohnung kaufen. Ich glaube, dass es auf die Zukunft gemünzt da etwas anders sein wird. Sie wissen, dass wir sehr fundamentale Kulturbrüche haben. Das fängt an damit, dass wir bis 2050 CO2 verbannen wollen. Wir möchten bis 2050 möglichst auch alles das, was mit Umwelt zu tun hat, gelöst haben. Das stellt natürlich ganz große und völlig neue Anforderungen an die Forschung, auch im Bereich des bezahlbaren Wohnens. Wenn ich heute mal definiere, wenn heute bezahlbare Wohnen einer definiert, dann wird er sagen, es ist das, was ich mir leisten kann. Und vielleicht ist es 2050, 2030 mehr das, was ich mir noch leisten kann. Also leisten kann in Bezug auf drei ganz unterschiedliche Bereiche. Wir forschen sehr intensiv in der CO2-Neutralität, in der Kreislaufwirtschaft. Also wir wollen bis 2050, möglichst auch schon davor, vieles anbieten, was im Bereich auch des bezahlbaren Wohnen letztendlich dazu führt, auch Kosten möglichst stabil zu halten, wenn nicht sogar zu senken. Und ich glaube, dass die Begrifflichkeit Nachhaltigkeit, die nicht neu ist für uns. Wir haben alle schon mal darüber diskutiert, über Nachhaltigkeitszertifizierung. Aber ich glaube, dass gerade das in die Zukunft gesehen eine ganz andere Bedeutung haben wird und auch in Bezug auf bezahlbares Wohnen und insbesondere auch das großformatige Bauen. Und da haben wir, wenn Sie es wissen wollen, so einiges in petto. Wir arbeiten an einigen Modellen, interessanten Modellen, die sicherlich auch diese Herr Schoch, an der Änderung Stelle mitmachen. Würde ich direkt mal gerne einhaken, weil Sie bringen ja auch eine neue Komponente mit da rein. Das heißt, bezahlbar heißt nicht nur bezahlbar letzten Endes für den, der die Nutzung in der Miete bezahlt, sondern es muss auch bezahlbar für die Gesellschaft letzten Endes sein. Das wird Ihrer Ansicht nach ein wesentlicher Treiber auch in der Zukunft, verstehe ich richtig? Das ist so. Also es ist unsere tiefe Überzeugung, dass es natürlich logischerweise derjenige, der auch in Zukunft Wohnraum erwerben will, dass das natürlich eine der wichtigsten Voraussetzungen ist. Aber es wird die Gesellschaft mehr auch darüber entscheiden und mitreden, welche Art von Wohnraum, in welcher Geschwindigkeit, an welchen Orten. Sie kennen die Diskussion, die in Teilen der politischen Szenerie ausgelöst wurde. Ist es überhaupt noch ein Einfamilienhaus, was uns in Zukunft prägt? Und da prägt natürlich auch die Produktentwicklung, die wir von Zeller derzeit auflegen, ganz gezielt rein. Ganz wichtig ist auch, so wie ich Sie auch verstehe, nicht nur die Entstehung, sondern auch die Bewirtschaftung hinten raus als Kostenfaktor ist ein wichtiger Punkt, der in der Zukunft deutlich stärker zum Tragen kommt. Was kann man dort an Innovationen erwarten, beziehungsweise wie kann man in Zukunft damit umgehen? Also eine Innovation, glaube ich, wenn wir jetzt mal zurückschauen, das macht natürlich ein Forscher, guckt nach vorne, aber wenn wir jetzt mal zurückschauen und schauen, was die Pornbetonindustrie oder Kalksandsteinindustrie in den letzten 30, 40 Jahren auf dem Markt mitentwickelt hat, nach vorne gebracht hat, das war eine ganze Menge. Wenn wir heute in Bücher aus den 70er, 60er Jahren reinschauen, dann sehen wir Großtafelbauweisen. Die haben wir zwischenzeitlich, weil sich der Markt etwas anders orientiert hat, nicht mehr auf den Markt gebracht. Es gibt ein Potenzial mit Sicherheit, dass wir, und daran arbeiten wir auch in naher Zukunft, Übertragungen von Eigenschaften, die wir auf unseren Spitzenprodukten haben, ob es eine Wärmeleitfähigkeit 007 ist oder andere Wärmeleitfähigkeiten, auch auf die großen Elemente. Und es gibt definitiv eines der wesentlichen Forschungsthemen, dass wir sagen, wir brauchen mehr modulare Funktionen. Was heißt das? Wenn wir heute über Wandkonstruktionen auch im großformatigen Bauen reden, dann reden wir im Wesentlichen über Statik, Schallschutz, Brandschutz, Wärmeschutz. Warum nicht über die Integration von erneuerbaren Energien? Es gibt ganz andere Wege und ganz andere Möglichkeiten, um beispielsweise auch über multifunktionale Wandkonstruktionen, dann beispielsweise auch die Stromproduktion künftig in die Wand zu integrieren und nicht, wie es heute ist, irgendwo große Dachflächen zu verwenden. Da gibt es sicherlich viele Ansätze. Es gibt, Sie hatten tief geatmet. Nee, es gibt, ich habe nicht tief geatmet, aber wir müssen langsam tatsächlich zum Ende kommen, Herr Schoch. Sie könnten noch stundenlang dieses Thema weiterführen, weil es da auch einfach so viel zu sagen gibt. Vielen Dank erstmal. Es war gar nicht so päpstlich, auch wenn es aus dem Kloster gesendet wurde. Nein. Ja. Und, ich hoffe nicht, dass ich so rüberkomme. Und die Verbindung hat ja Gott sei Dank auch gehalten. Vielen Dank für diesen Blick in die Zukunft. Gerne. Tschüss.
Ja, Tim, du hast, glaube ich, auch noch was vorbereitet, wo wir jetzt einsteigen möchten. Habe ich. Also, wir haben vorhin schon mal den Teil 1 unserer Straßenumfrage gesehen und ja, ich hätte fast gesagt, jetzt geht's wieder zurück auf die Straße. Ein Stück weit ist das so, nachdem wir in die Forschung geblickt haben. Jetzt also wieder zu Ihnen nach Hause zurück, beziehungsweise zu den Bürgerinnen und Bürgern auf der Straße. Und ich weiß, dass uns jetzt in diesem Moment sehr viele Architekten zusehen. Und ich möchte einfach mal sagen, seien Sie jetzt stark, denn wir haben nun als nächstes auf der Straße die Frage gestellt, was assoziieren Sie spontan mit Architekten? Und das kam dabei raus. Wie stelle ich mir Architekten vor? Interessant, wenn sie gute sind. Ja, man hat natürlich gewisse Ansprüche an Architekten. Das geht los mit Kreativität. Das Auge fürs Optische, aber auch funktionell. Also kreativ auf jeden Fall. Aber wenn die so das Gefühl haben, sie müssen sich selbst verwirklichen mit irgendwas, was sie wunderschön gebaut haben und. Wenn man was plant, sind die immer die, die sagen, nee, so geht's nicht, das müssen wir anders machen. Dass sie oft eben Hasenställe bauen. Und die Kulisse, in der sie mich fragen, lässt es ja auch nie anders zu. Wir haben uns einmal separiert und ich begrüße jetzt hier einmal ganz herzlich Lars Krückewerk. Hallo Lars. Hallo. Schön, dass du da bist und ich möchte einmal direkt auf die Straßenumfrage eingehen, die wir gerade gesehen haben. Hasenställe, wie gut kennst du dich damit aus? Wie viel hast du schon gebaut? Hasenställe haben wir noch nicht gebaut. Fast hätten wir sie mal in einer Reihenhaussiedlung gebaut, so 100 Einheiten. Und wir dachten wirklich, dass es gut wäre, Mensch und Natur dort am Ortsrand zu verbinden. Und im Garten haben wir ein paar Ställe designt für Hasen, aber auch Federvieh, wie die Leute mit ihren Tieren leben können. Hat sich leider nicht verwirklicht, man hat da wenig Geld dafür. Aber das ist ja auch das Problem, glaube ich, auf das die Frau referenzierte, dass vielerorten, gerade in den Stadtränden, unsere Architekturen aussehen wie Hasenställe, also wenig individuelle Qualität haben. Das hat aber Gründe, die nicht unbedingt beim Architekten liegen. Mhm. Ja, ein wesentlicher Grund ist wahrscheinlich oft, dass Bezahlbarkeit realisiert werden soll oder dass teilweise natürlich auch Architektur sich nicht immer an den Lebensverhältnissen der Menschen orientieren kann, die dort wohnen. Wie versucht ihr das bezahlbar umzusetzen, dass ihr tatsächlich auch die Lebensumstände der Menschen mit aufgreift? Es ist wirklich schwer, denn bis der Architekt loslegt, ist es im Grunde das letzte Glied einer Entwicklung von der Immobilienwirtschaft. Und wir leben in Zeiten, wo es Finanzsystem Spaß macht, in Immobilien zu investieren, schlicht und einfach, weil viele andere Vehikel des Mehrwertes, um Geld zu erschaffen, nicht da sind. Häuser sind Sparschweine geworden. Ja. Und häufig sind die Leute, die investieren, haben keinen Bezug zu der Immobilie, genauso wie der Architekt manchmal nicht weiß, wer am Ende einzieht. Und so entsteht so eine Art Disenfranchisement zu dem Produkt. Mhm. Der Boden ist ohnehin schon teuer. Dann wird die Finanzierung teilweise schwer gemacht. Wenn der Architekt dann endlich drankommt, sind ganz viele Parameter festgelegt und man hat ganz wenig Budget, ganz am Ende noch, um den teuren Boden möglicherweise in irgendeiner Weise so zu entwickeln, dass am Ende eine Rendite da herumkommt. Das heißt, der Architekt kämpft die ganze Zeit mit eigentlich zu wenig Geld, um urbane Qualität oder einfach Qualität zum Leben herzustellen. Aber das geht trotzdem. Man soll ja nicht jammern. Wenn man die Chance hat, Lebensraum zu schaffen, dann muss man das Beste daraus machen. Und das geht auch. Es gibt Wege, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, der Qualität hat. Mhm. Wenn wir jetzt wirklich mal diese Faktoren Baukosten und Bauqualität zusammennehmen, ja, und dann nochmal großformatige Baustoffe und digitale Planung hinzufügen als Merkmale, könnte das zusammen ein Weg sein, tatsächlich deutlich kostengünstiger zu bauen und dann vielleicht diesem Druck auch ein bisschen zu entkommen, dass es nur noch darum geht, möglichst günstig irgendwie etwas hochzuziehen? Ja, wie gesagt, eigentlich muss man den Hebel und die Weichen viel früher setzen, bevor der Architekt drin ist. Aber lassen wir das mal zur Seite und konzentrieren wir uns auf das, was wir dann haben. Das geht schon.
Ja, der Computer hat uns in die Lage versetzt, mit allen unseren Partnern digitale Schnittstellen zu haben. Das geht einfach. Wenn man zum Beispiel in Revit arbeitet, kann man ein Bauteil dreidimensional komplett verstehen und das ganze Haus. Das wiederum schafft eine Möglichkeit, in Economy of Scale zu arbeiten. Das heißt, wenn man Repetitionen hat, und den Häschenstall will man trotzdem vermeiden, dann ist es möglich, da sehr effizient zu planen und vor allem eine hohe Sicherung zu haben. Man muss also ein bisschen mehr in Grips investieren am Anfang, um dann im Grunde genommen schneller bauen zu können durch Bauteilvorfertigung zum Beispiel. Ja. Das geht mit ganz unterschiedlichen Materialien, eigentlich mit allen. Und dann sind wir schneller im Bauen und können es damit eben auch kostengünstiger machen. Mhm. Da gibt's schon Weichenstellungen. Mhm. Du hast gerade angesprochen, Wiederholungsfaktor, dass das Bauen dadurch natürlich wirtschaftlicher wird. Jetzt haben wir auch aus der Straßenumfrage ein bisschen herausziehen können und ich glaube, du wirst das auch bestätigen. Architekt ist ein sehr kreativer Beruf. Man möchte natürlich auch dort etwas mit einbringen und auch wirklich einen hochwertigen Lebensraum schaffen. Mhm. Widerspricht sich da nicht Wiederholung diesem Kreativitätsgedanken? Oder ist das zusammenzubringen? Nee, das ist natürlich zusammenzubringen. Es geht ja auch darum, bauen wir um? Nutzen wir also die graue Energie unserer Städte, unserer Industriebrachen, dann gibt es sowieso schon Charakter. Ja? Da gibt es keine Repetition, da setzt man sich mit dem auseinander, was es gibt und addiert vielleicht was anderes. Repetition ist erstmal wertfrei. Man kann das einsetzen und der Klassiker im Grunde genommen aus der Philosophie ist Repetition and Difference, also was wiederhole ich und wie verändere ich es dann? Das ist die Aufgabe des Architekten, der letztendlich auch dafür verantwortlich ist, Schönheit zu bringen. Wird gar nicht drüber gesprochen, aber das sehen wir als unsere eigentliche Aufgabe. Denn gerade wenn es um Wohnen geht, haben wir es nur mit Experten zu tun. Wir haben Milliarden von Experten auf diesem Planeten, weil alle wohnen und alle haben eine Meinung dazu. Meine Aufgabe als Architekt ist es, das möglicherweise Ungewohnte, weil das Gewohnte kennen ja alle, das Ungewohnte zu denken, um wirklich innovative Schritte zu machen. Um möglicherweise nachher kostengünstig zu bauen und trotzdem Mehrwert zu haben, nämlich ein Stück Schönheit, eine Besonderheit, eine Möglichkeit zur Identität, zur Identifizierung mit einem Stadtteil, mit einem Haus, mit einem Block. Denn am Ende arbeiten wir immer für die Menschen und die müssen sich wohlfühlen in ihren Häusern und in ihrer Nachbarschaft. Das ist die Aufgabe. Ja, ich glaube auch gerade dieses Kiezleben ist ja auch das, was oft vergessen wird. Gerade wenn große Wohnsiedlungen entwickelt werden, die dann im Prinzip nur kasernenartig tatsächlich auf Wohnraum ausgelegt sind, ohne die Durchmischung mit Restauration, Geschäftsflächen etc. Ihr habt euer Head Office in Deutschland in Berlin. Mhm. Berlin ist eine Stadt, wo sehr viel über dieses Thema auch gesprochen wird, auch über Quartiersentwicklung. Gestritten. Ja, gestritten. Sogar. Bei euren Projekten konkret vor Ort, habt ihr die Möglichkeit, das mit umzusetzen und auch wirklich orientiert am Menschen zu bauen? Manchmal ist es einfacher, manchmal ist es schwerer. Das ist, wie gesagt, was ist die Ausgangssituation? Wie viel Geld hat man am Ende noch? Oder ist das Geld am vorne schon ausgegeben worden, weil einfach die Bodenpreise so hoch sind? Meistens ist das der Fall. Das heißt, es wird hinten raus immer schwieriger. Und das Zweite ist, hat man einen Auftraggeber, der wie wir einen Mehrwert erkennt in einer Art Städtebau, ob das das Haus ist oder der Block oder die Nachbarschaft, die eben Identität schafft. Also nimmt, was schon da ist, etwas Neues dazu bringt vielleicht und daraus eine Synthese herstellt. Das interessiert uns. Zum Glück haben wir es geschafft, uns in irgendeiner Weise einen Namen zu machen. Das heißt, es kommen auch Leute auf uns zu, die sagen, wir finden es interessant, wie ihr Mehrwerte schafft. Denn das glauben wir, tun wir letztendlich für die Stadt, für die Leute, die dort wohnen, aber eben auch für den Investor, die uns dann eben beauftragen, um das Ungewohnte teilweise eben zu denken und damit dann kleine Kieze im Grunde genommen zu schaffen. Gerade in Berlin haben wir in den letzten Jahren mehrere gemacht, die auch wieder sehr unterschiedlich sind, je nachdem, wo sie liegen und wer dort leben soll, wer dort arbeiten soll, haben wir zum Glück Auftraggeber, die diesen Weg mitgehen. Stadtentwicklung und auch dieses Kiezleben ja zu fördern, das ist ja auch Aufgabe der Kommunen beziehungsweise auch der öffentlichen Hand. Mhm. Würdest du dir dort mehr Vorgaben wünschen beziehungsweise auch mehr Regulation, dass tatsächlich diese Durchmischung besser möglich wird?
Ja. Ich glaube wirklich, das ist eine hochpolitische Frage, Angelegenheit und auch Aufgabe. Wir sind keine Freunde von Verboten und Regularien. Das sehen wir ja gerade in Berlin, da prellen Welten aufeinander. Es gibt vor allem Verbote und Mieten müssen gedeckelt werden und so weiter. Alle wollen eigentlich dasselbe, aber man redet zu wenig miteinander. Ja. Ja, das ist ein Problem, was wir nur miteinander lösen können. Und es fängt mit dem Boden an. Möglicherweise müssen die Städte ihre Böden, die sie in den 90ern, 80ern mit beiden Händen irgendwie verkauft haben, müssen Böden zurückkaufen, vielleicht auch Wohnungen, um im Grunde von vornherein die Weiche zu stellen. Ich glaube, man muss eher incentivieren. Die Immobilienwirtschaft hat nicht im Auftrag, das steht nicht in ihrer Satzung meistens, dass sie Werte schaffen für die Stadtgesellschaft. Das ist eine politische Aufgabe. Ja. Gute Entwickler tun das und ich glaube, sie tun es zu Recht, weil am Ende ist das der Mehrwert. Aber nicht alle verstehen das unbedingt. Das heißt, die Politik muss incentivieren, das Richtige zu tun. Und manchmal muss man das eben mit Restriktionen. Ihr müsst jetzt sozialen Wohnungsbau mitdenken, aber der soll auch nicht alleine entstehen, sondern in einem urbanen Mix. Die Incentivierung ist, glaube ich, wichtiger als die Verbote. Und am Ende des Tages geht es vor allem darum, viele Angebote zu schaffen. Wir müssen einfach viel, viel mehr bauen. Kann ich zu 100% unterschreiben und ich nehme das auch nochmal als Plädoyer letzten Endes von deiner Seite aus mit. Wir haben alle eigentlich ein gemeinsames Ziel, nämlich bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und ich finde, das ist ein guter Ansatz, den du da bringst. Der Schulterschluss muss letzten Endes zwischen Investoren, der öffentlichen Hand und dann natürlich auch den Ausführenden getroffen werden. Vielen Dank erstmal an der Stelle. Ich könnte noch stundenlang mit dir hier weiter separat sprechen. Ich würde aber vorschlagen, dass wir einmal zu den anderen Gästen ins Studio gehen und da über dieses Thema nochmal weiter diskutieren. Ja. Deswegen folgt mir gerne einmal, Lars. Ja. Lars, komm mit in die Runde, folge mir. Simone, Michael und Andreas sind noch da. Hallo. Nimm bitte einmal neben mir Platz. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch jetzt sind Sie wieder gefragt. Welche Fragen haben Sie gestellt? Was interessiert Sie bei unseren Gästen? Lieber Tim, hat uns schon was erreicht aus der Community? Ja, weiterhin ist einiges los und vielleicht noch ein Wort dazu. Uns sehen tatsächlich gerade etwas über 300 Personen zu. Vielen lieben Dank für Ihre rege Anteilnahme. Das bedeutet allerdings natürlich auch, dass wir nicht alle Ihre Fragen beantworten können. Sehen Sie uns das bitte nach. Eine habe ich jetzt hier nochmal rausgepickt, die lautet, kann man das Projekt Vario Wohnen, über das ihr, Max, auch gerade gesprochen habt, als sozialen Wohnungsbau verstehen? Ja, Michael, einfache Frage. Ist es sozialer Wohnungsbau oder ist es einfach sozial verträglich für die Nutzung hinten dran? Nee, es ist sozialer Wohnungsbau, weil wir auch eine Förderung bekommen haben vom Land Hessen, sodass wir Höchstmieten haben. Das Schwierige war natürlich, dass wir, und das wurde ja eben schon genannt, immer auch konkurrieren mit Projektentwicklern, die am Ende das Komplette verkaufen, sodass wir da natürlich schon in Konkurrenz standen und das Grundstück auch verkaufen mussten. Aber das ist per Definition, obwohl es ja diesen Begriff heutzutage nicht mehr genau gibt, sozialer Wohnungsbau. Super. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen, Tim? Genau, eine Frage würde ich ganz gerne noch in die Runde geben, die lautet, ich erwarte durch Corona einen sehr großen Leerstand von Büroflächen. Die Frage ist, können wir diese Flächen als Wohnungen benutzen? Lars, ich glaube, das ist eine gute Frage für dich. Du ja auch sehr viel Großprojekte machst und auch Nutzflächen sozusagen umwandelst. Wie siehst du das aktuell? Gibt es dort einen Bedarf oder habt ihr da schon Erfahrung? Ja, beides ja. Im Grunde reden wir über die graue Energie, die unsere Städte haben, also das Erbe, möglicherweise gar nicht in der Tradition von Bauweisen oder Ästhetik, sondern einfach das Gebäude erstellt wurde, da ist schon mal Energie reingeflossen. Und natürlich kann man diese Energie auch weiter nutzen. Das sehen wir in Konversionen, wie zum Beispiel diese Industriehalle hier. Früher war hier Produktion, diese Produktion gibt es heute nicht mehr in der Weise wie vor über 100 Jahren. Aber man kann andere Dinge hier machen. Und so ist das mit dem Bürobau auch. Wenn wir
die richtigen Deckenhöhen haben, dann können wir im Grunde genommen, wenn die Substanz stimmt, jede Art von Funktion denkbar machen. Das gilt für viele innerstädtische Lagen. Da sind große Potenziale und häufig auch wirklich sehr, sehr interessante Möglichkeiten. Ja, wir reden ja immer über Identität und wem gehört die Stadt, aber auch wie sieht die Stadt aus, kann ich mich da wiederfinden. Und die schon gebauten Teile der Stadt, die nicht genutzt werden, haben alle Charakter und das ist interessant. Schwer wird es bei Sonderimmobilien wie in einem Hotel, wenn ein Hotel wie ein Hotel geplant ist und der Architekt häufig dann auch gezwungen wird, andere Deckenhöhen einzuziehen. Das ist schwer in der Umnutzung. Das geht dann vielleicht wieder in Sondernutzung, ob das nur betreutes Wohnen ist oder Krankenhaus oder so. Aber natürlich, das war vorher schon so und das ist auch jetzt so. Corona bestätigt eigentlich alle Trends, die vorher schon da waren und hat sie nur beschleunigt. Super, vielen Dank. Haben wir noch was weiteres von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, Tim? Eine Frage, die ich auch ganz interessant fand, die sich wahrscheinlich in erster Linie an unseren lieben Andreas wenden dürfte. Welche Mehrkosten muss ich als Architekt bei der Nutzung von BIM einplanen? Ja, Andreas, denk dran, auch der Michael Eisfeld sitzt hier. Ja, antworte ehrlich, gibt es Mehrkosten? Also prinzipiell würde ich erst mal sagen, es gibt keine Mehrkosten. Wenn wir unseren Kundenstamm uns angucken, dann gibt es drei Softwarelösungen, die die meisten benutzen und alle drei großen sind mittlerweile BIM-fähig. Die Frage ist, wie nutze ich das und wie weit nutze ich das? Das heißt, fange ich an mit einem einfachen 3D-Geometriemodell, das können schon viele Studenten mitnehmen. Gehe ich dann weiter in die BIM-Nutzung, in alle Leistungsphasen rein, schreibe ich damit aus, mache ich Bill of Material, also Massenauszüge und so weiter, nehme ich das Modell bis in die Qualitätssteuerung, dann brauche ich natürlich ganz andere qualifizierte Kräfte und da muss ich wahrscheinlich investieren und dann auch auf dem Markt suchen. Ja. Super. Vielen Dank an der Stelle. Vielen Dank an euch alle. Wir sind leider mit der Zeit jetzt so ziemlich am Ende. Vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr auch ja, so viele interessante Perspektiven uns geliefert habt. Und ja, ich verabschiede mich an der Stelle von euch, aber soweit ich weiß, ist das noch nicht das Ende für den heutigen Tag. Genau. Also, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, wir haben für Sie einen Dialograum zum Studio X eröffnet. Sie können den Link jetzt auch bei sich rechts in der Spalte sehen. Dort hier nochmal eine kleine Animation für Sie. Haben wir drei Räume aufgemacht zum Thema digitales Planen und Bauen, dann zum Thema großformatiges Bauen und einmal noch einen Studio-Talk-Raum. Da erwarten wir Ihr Feedback zur heutigen Sendung. Wählen Sie sich dort ganz einfach ein über den Link, ist alles selbsterklärend. Dort können Sie dann gerne weiter noch über unsere Sendung hinaus, die jetzt langsam leider zu Ende geht, mit unseren Gästen auch zum Teil aus dem Studio in Kontakt treten und sich austauschen. Ja, wenn Sie immer noch nicht genug von uns bekommen können, was wir natürlich schwer hoffen, dann sei Ihnen auch unser morgiges Webinar ans Herz gelegt. Um 10 Uhr heißt es Schallschutz in der Praxis, Anforderungen und Detaillösungen im massiven Wohnungsbau in Kooperation mit der Firma Schöck. Dieses und andere Webinare, die finden Sie alle in unserem Akademiebereich auf unserer Homepage. Blenden wir Ihnen auch gerne nochmal ein. Ja, und auf der studiox.xella.de, auf der Seite, wo Sie sich jetzt gerade befinden, gibt es, wie ich schon mal erwähnte, eben den Mitschnitt der heutigen Show noch weiterhin zu sehen und noch so ein paar Extras dazu und einen Ausblick in die Zukunft und zukünftiger Sessions des Studio X. Ja, das ist eigentlich alles, was noch zu sagen bleibt an dieser Stelle. Vielen lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Max, ich gebe dir jetzt das letzte Wort. Ja, was bleibt mir noch zu sagen, außer bleiben Sie bitte gesund und bleiben Sie uns vor allem treu. Wenn die nächste Studio X Live Session kommt, schalten Sie wieder ein. Ansonsten sage ich einfach Tschüss und bis bald. Alles Gute und auf Wiedersehen.